im Geocaching-Berg genannt der Stumpfi 2109. Und mein Cache-Gebiet ist in Bellheim, Bellheimer Wald. Ich habe im Bellheimer Wald ungefähr 48 Caches liegen. Es werden jetzt so zwei neue gerade erstellt. 2012 wurde ich durch einen Freund mit Geocaching bekannt gemacht. Mich hat es gewundert, was da in Karlsruhe sucht. Man ist immer an der frischen Luft. Man hält sich fit durch das Hobby. Und was so wichtig ist, man tut einen Geist anspornen, sozusagen durch Rätsel lösen. Man muss sich anstrengen, man muss viel Kopfarbeit machen. Wer den Stumpfi kennt, weiß, wie er denkt. Und das nimmt sich viele zu Herzen dann im Endeffekt, ne? Wo sie dann sagen, langsam sind wir dahinter gekommen, wie dein Kopf denkt. Ein guter Cache macht aus, erstmal vom Rätsel, vom Listing her, wie er aufgebaut ist, was es für Rätsel ist, was für Anforderungen gestellt werden. Und dann ist das Highlight, wie ist das Finale aufgebaut. Es kann einfache Dosen geben, aber es gibt auch Caches, wo Hightech dran ist, wo sich die Geocacher wirklich was ausgedacht haben. Und das spornt mich dann an. Willkommen im Bellheimer Wald mit der 090er Nummer. Wenn ihr cache-süchtig seid, tragt ihr euch ins Logbuch ein.